Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Wolf. Und jetzt gehen wir dem Dino da hinten ans Leder. Ist doch total überladen, ne? So schlau da mit dem ins Leder wollen. Ich glaube, wir lassen es mal vorerst mal. Ich glaube, ich baue besser hier noch ein paar Wände. So, haben wir ein bisschen weniger Gewicht mit uns mitgeschleppt. Ich hätte immer hier eine Säule, ne? Für das muss ich ein bisschen weiter Ceilings bauen. Genau. Machen Fetch. Habe ich noch Fetch da drin? Nö. Da müssen wir mal ein bisschen Fetch kloppen gehen. Wir sind nicht wirklich leichter geworden. Ob ich so viel craften gerade. Im Moment habe ich das Gefühl, wir brauchen das Leder von dem Typ da hinten. Holen wir uns den Spucker da eigentlich. Ich frage mich vorhin, wieso ist der eigentlich davon gerannt von uns? Wie viele Big denn hinterher sind oder wie? Okay. Der hat doch ziemlich Schaden gemacht, ey. Das wurde schon fast gefährlicher sogar. Ja, du bist ja doof. Rennt er mir vor. Ja, der ist mir genau vor das Gesicht gerannt, ne? So, okay, also. Das war für den Wooden Frame Door fürs Tor. Und der Wooden Sailings brauchen wir noch ein paar. Ja, okay. Okay, jetzt mal gut überlegen, was wir jetzt machen hier. Können wir jetzt schon die Sichel herstellen? Nee, hier ist Ballista. Gut, lassen wir es sein. Gehen wir zurück zu unserem Haus oder zu dem komischen Ding, was mal unser Haus werden soll. So, okay. I. So, dann bauen wir das hier hin, mal, das mal dahin. Und dann das Tor noch rein. 8. So, dann 9. Die Foundation, ja. Da ist die Foundation. Da ist keine Foundation. Jetzt können wir nämlich unseren Pillar wieder brauchen, den wir schon lange mal gebaut haben. Wir brauchen mehr Pillars. Brauchen wir für Pillar Eternity? Was brauchen wir da? Pillar. Wut, natürlich. Was sonst? Haben wir ein bisschen hier drin, vielleicht? Ja, wir haben sogar noch einiges. Ich baue hier gerade ein paar Fallschirme, die brauchen wir später auch ich. So, 8. So, jetzt können wir hier nämlich weiterbauen. Okay, schon wieder keine mehr. Ja, das ging irgendwie rasch. Okay, Spur Fleisch hier rein. Narkotics hier rein. Ganzen Bären hier. Eigentlich wäre es ein Food, wenn ich einen Food in den Truck machen würde, wäre es mir nicht schlecht. Muss ich mir noch freischalten, aber den Food, den S-Truck für die Tiere. Compost Bin, Food in Touch. So. Da können wir nämlich die Tiere versorgen mit den Beeren, die wir nicht brauchen. Ist ja gar keine so schlechte Idee. Ist die Frage, wo ist es wo? Ah, zu oben natürlich.
Also 8 Metall, wir haben jetzt gerade mal, 6. Okay. Schön, Level Up, nicht schlecht. So. 8 Metall, ja super. Okay, so kommen wir jetzt mal zum Metall. Zwei Metall. Na gut, so wirklich viel Metall gibt es auch wieder nicht. Hätte ich jetzt mehr erwartet, ganz ehrlich gesagt. Der Kompass brauchen wir jetzt auch nicht. So. Jetzt mache ich F. Kurz rausholen. So, und jetzt brauchen wir noch Fiber und Wood. F. Jetzt haben wir kein Wood mehr, oder? Doch, Wood haben wir noch. Und Fiber? Wir haben doch vorhin so viel Fiber gesammelt. Jetzt haben wir wieder nichts mehr. Das ist echt übel, wie viel das braucht, ey. Wir waren gerade eben bei mir farmen gegangen. Wegen Fiber. Na gut, dann halt nochmal. Schon übel, ey. Wir müssen unbedingt die Sichel bauen können. Deswegen sie wenigstens hier viel Fiber rausbekommen. So. Hier wäre auch mal ein Flugsaal zu zähmen. Können wir schon einen Peti-Sattel bauen? Terra. Pit. P. Ich habe gerade Probleme, ich weiß nicht, wie man schreibt. Petodon. Pteradon. Ah, Pteradon. I. Pteradon, oder? Terra, ja. 35, super. Ja, das geht noch eine Weile, bis wir das können in dem Fall. So, ich hoffe jetzt mal, das reicht ein bisschen, was wir jetzt hier gesammelt haben. Ein bisschen Stein auch mit unterwegs. So. Okay, also, wir brauchen 8 Metall, 120 Holz. Wir haben gerade so das Material dafür. Ach du Scheiße, das ist so teuer, ey. Sie essen mir wortwörtlich die Haare vom Kopf, ey. So, und jetzt kann ich hier nach Berry suchen. Filtern, Berry. 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 Ich kann sagen, transfer all. Yes. Und jetzt nehme ich aber die Narkotikbären wieder raus, so. Und die kommen nämlich hier rein. Okay, sehr gut. Spark Powder kommt hier raus. Kommen wir hier rein. So, mit dem Eisen zusammen. So, und jetzt müssen wir natürlich wieder weiter Holz farmen. Wir müssen jetzt hier nämlich weiter Wood und Ceilings bauen. Da brauchen wir Holz. Natürlich jetzt nichts mehr. Nein, haben nichts mehr. Okay. Vielleicht könnte ich dich mitnehmen, ne? Du kannst ein bisschen mehr tragen. Da kann ich das Holz schlagen und du könntest dir Sachen dann halten. Und so machen wir dann wirklich Teamwork-mäßig. Du hältst und ich farme. So. Das ist eine gute Idee. Das Schlagen ist das Wanderslust. Das Schlagen ist das Wanderslust. So. Ah, lol. Da hab ich schon gedacht, ich wurde getroffen. Blitz oder so.
ist schon krass, wie viel es noch EP gibt hier. Also wenn man so Holzsachen baut. Es ist schon fest, fehlt uns. Und wieder Gewicht. Und ein Seering. Wieder Holz, das uns fehlt. Und wieder Wooden Sailing. Ja, wieder das Holz, das fehlt. So. Mann, ich habe sogar gekriegt mit einem einzigen Pfeil. Okay. Nicht schlecht. Da habe ich mit Flugzeug wenigstens auch schon mal. So, jetzt würde ich sagen, jetzt brauchen wir noch ein paar von den Pillars, die werden wir auch ein paar brauchen. Wobei, eigentlich brauchen wir doch Eisen noch en masse. Ich weiß nicht, ob das Haus wirklich aus Holz, aus Stein bauen sollen. Sobald wir brauchen wir viel mehr Materialien. Ich würde sagen, wir bauen noch ein paar Wände. Wände brauchen wir für was? Holz, was sonst? Der Stego bringt uns eigentlich gar nichts da vorne, leider. Haben wir gerade überlegt, ob wir den Stego zähmen sollen, aber der bringt uns eigentlich nichts so. Ein Biber wäre voll cool. Ich weiß nicht, ob es hier welche Biber gibt auf der Insel hier. Okay, würde ich sagen, dann kommst du mir mal mit dir. Geh mir zurück jetzt zu unserem Haus. So. Das hat einem ziemlich viel dabei. Und mit U wieder stoppen, so. Okay, so, jetzt müssen wir 7 diese Wand hier setzen, so. Und jetzt hast du hier natürlich noch die Sachen drin. Genau, die Sailings. 9. So, jetzt können wir ein bisschen bauen, nämlich hier. So, 9. Hab's kurz. Okay, passt. 1, 2. Hast du schon wieder 1? Okay, scheint so. Okay, ja gut, dann bauen wir wieder eine Säule hin. 8. So. Was ein bisschen. Oh scheiße, was ist hier? Back hier. So, macht es ein bisschen länger in diese Richtung nämlich. So, noch 1. So, 8. So. Okay, so, 9. Dann hier könnten wir so, so. Okay, dann wäre hier eigentlich nicht schlecht, wenn ich mit Fenster arbeiten würde. Haben wir jetzt das freigeschaltet? Doch schon, oder? Ja, wir brauchen was nach Holz. Natürlich. Was sonst? Haben wir hier noch Holz drin? Nee. Okay, ganz kurz ein bisschen Holz schlagen. So.
So, da können wir kurz ein paar Fenster herstellen. Fensterwände hier. Ja, 4 ist okay. Ja, nur für den Anfang ganz kurz mal, um zu schauen, wie es aussieht. Das ist schon krass, wie viel man eigentlich Materialien braucht, um sowas zu bauen. Darum finde ich es okay, wenn ich die Ressourcen hochgestellt habe, weil ich dann auch wirklich im Let's Play auch was hinbekomme. Sonst baut man hier ewig, um die Ressourcen zu farmen. Vor allem, wenn man noch keine Tiere hat, die einem diese eine oder andere Ressource beschaffen können. Das ist schon krass so. So, schlimmes Job brauche ich zurzeit nicht. So ein bisschen verdecken, so. So, jetzt bin ich auf dem Punkt angelangt, wo ich jetzt sagen will, ich könnte jetzt eigentlich ein Bett neu bauen. An einem Ort, der wirklich auch passt. So, 9. So. 6. Hier kommt wahrscheinlich die Werkbank hin. So. Aber jetzt wisst ihr, was machen wir das nächste Mal. Jetzt haben wir jedenfalls schon mal eine Basis gebaut. Wir haben ein Häuschen, das nach auf die andere Seite richtig frei zu. Ja, richtig frei ins Meer oder was auch immer hier rausschaut. Und ja, würde ich sagen, mal schauen, wie es hier weitergeht. Hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr was zu sagen habt. Ich weiß, Schwabe, es ist jetzt halt dieselbe Insel, aber irgendwie, du hast gesehen, wie es gelaufen ist. 7 Folgen, nur Pleiten, Pech und Pannen. Aber jetzt sind wir ja hier endlich und es kann nur besser werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.